Ja, willkommen unsere Freunde und Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesmal zu was ganz Speziellem und zwar mein erstes Bonsai-Projekt, was ich quasi mit euch begleitend durchführen möchte und ich möchte so ein bisschen über Bonsai reden. Also das wird kein Untop-Video, ich werde den gleich zwar, weil der in einer sehr zerstörten Schale ist, wie ihr auch gleich sehen werdet, das werde ich nochmal in einer Aufnahme machen, aber der eine oder andere sieht es, hier ist schon überall alles abgeplatzt. Das war eine nicht frostfreie Schale, also der muss sowieso umgetopft werden, in Anführungsstrichen. Aber Umtopf in dem Sinne will ich nur in einen anderen Topf. Also wir setzen nur um, machen keinen Wurzelschnitt, werden dem Baum auch nicht viel Stress antun. Und ganz wichtig ist auch, wir haben jetzt Ende Mai. Ich habe schon auf die Wetterkarte geguckt, die nächsten Tage soll es auf jeden Fall regnen. Und heute ist auch schon so ein bisschen bewölkt. Und deshalb ist das auch nicht zu viel Stress, also nicht, dass er zu viel Hitze und Sonne danach kriegt. Wir setzen den nur um und bereiten den quasi für unser Projekt vor. Ja, und als allererstes, vielleicht hat es der Videotitel auch schon gesagt, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das Video nennen soll, aber ich würde es mal allgemein einen Projektbeginn Mehrfachstamm. Was habe ich hier vor? Und zwar muss ich dafür ein bisschen ausholen. Ich hab so eine Art Bonsai-Mentor oder jemanden im Internet, den ich gerne verfolge, weil ich seine Art, wie er das betrachtet und auch seinen Hintergrund, seinen fachlichen Hintergrund, sage ich jetzt mal, sehr schätze und er das trotzdem relativ locker rüberbringt, so, ich sage jetzt mal, so locker wie ich, also ich sehe das nicht ganz so streng mit den Regeln, obwohl er ja schon ein bisschen strenger sieht, weil er diese japanischen Sachen schon hat und zwar ist das Björn Björholm, also so ein ich hätte fast niederländischer Nachname gesagt. Was wollte ich denn sagen? So ein skandinavischer Nachname. Ja, das wird auch ein One-Take ohne Schnitt. Dann seht ihr mal, wie das da ist, wenn ich hier mal allein vor der Kamera rede. Und zwar ist Björn Björholm auch unter dem, ich glaube, sein Channel heißt auch Björn Björholm oder Eisen Bonsai bekannt. Kommt aus Amerika, ist irgendwo in Tennessee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heimisch sozusagen. Und er selber. So ganz genau kann ich nicht sagen, aber ich meine, er war so 5 bis 7 Jahre oder so bei in Japan, bei einem Meister und hat, ich sag jetzt mal, seinen Bonsai-Meister da absolviert und bringt richtig coole Videos rüber. Ich werde euch auch mal das Video verlinken, was mich zu dem inspiriert hat, was ich jetzt hier raus machen möchte und zwar How to make Clumpstyle Bonsai, weil Mehrfachstamm Bonsai heißt im amerikanischen Clumpstyle oder im japanischen heißt das quasi Kabudachi oder Kabudachi geschrieben, aber Kabudachi mehr oder weniger ausgesprochen. Ich verlinke euch das Video dazu mal hier oben einmal. Ansonsten schreibe ich es auch noch einmal hier unten irgendwo als Videolink in die Kommentare, nicht in die Kommentare, in die Videobeschreibung und auch mal seinen Channel Eisenbonsai, weil, wie gesagt, mir gibt der Mann ziemlich viel, ich finde seine Videos super. Und gerade dieses Clumpstyle, How to make a Japanese Maple Clumpstyle Bonsai Video, das läuft unter dem Format Bonsai U, also Bonsai für zum selber machen oder useless oder was auch immer. Also das sind so Creating Videos eher und die inspirieren mich super. Also da hat er auch letztens noch was zu einem Wacholder gemacht. Da werden wir jetzt auch was sehen, das werde ich so ähnlich auch, habe ich das in Planung nachmachen. Ja, und das hier ist auf jeden Fall der Projektstart quasi für meinen Clumpstyle Bonsai. Wir bleiben auch bei dem Begriff anstatt Mehrfachstamm, ich finde den eigentlich ganz cool. Und das werde ich jetzt auch relativ zeitnah ausstrahlen, damit ihr die Möglichkeit habt, das eventuell parallel direkt mitzumachen oder früh genug überleben könnt und nicht erst, wenn ich ein Jahr wieder voraus bin, weil ich die Sachen wieder so spät bringe, das eventuell nachzumachen. Weil, wie gesagt, ich fand es sehr cool, sehr inspirierend. Den einen oder anderen inspiriert vielleicht, wie gesagt, auch Björn. Guckt euch seine Videos an. Ich finde ein unglaublicher Typ. Also es ist mein Mentor in Sachen Bonsai, muss man mal sagen. Ja, und das hier wird die Mutterpflanze. Und zwar gibt es bei diesem Clumpstyle Bonsai ist die Sache, wir wollen mehrere Stämme aus einer Wurzel oder aus einem Wurzelansatz den Bari quasi ziehen. Und wir beginnen damit mit so circa 9 Stämmen sozusagen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal haben wir die Möglichkeit, was er auch in seinem Video macht, dass er das aus Sämlingen macht. Er sät von einer Ahornsorte, hat er viele Sämlinge und pikiert die dann. Und davon bringt er mehrere zusammen zu so einem
sogenannten Clumstyle. Jetzt ist die Sache, das sagt er selber in seinem Video, noch besser wäre es natürlich, eine Mutterpflanze zu haben und Abmoosungen zu machen, weil die Sache ist, selbst wenn ich 100 Sämlinge mache, habe ich unterschiedliche Genetiken in den einzelnen Samen. Und das hat das Problem, dass ich dann, dass der eine, obwohl es dieselbe Sorte ist, andere Internodienabstände hat, eventuell 3, 4, 5 Tage später das Laub erst aufmacht und dann hat man quasi so einen Mischwald anstatt einen Clumstyle, sage ich jetzt mal eher. Und damit wir einen dieselbe Genetik haben, versuchen wir das alles von einem derselben Mutterpflanze zu generieren, also die neuen Bäume zu generieren, die wir dann nachher zu so einem Clumstyle quasi formatieren. Das ist jetzt ein Beispiel, also den werde ich jetzt in einen größeren Topf pflanzen, weil der sowieso in einen größeren Topf haben muss, weil das auf Dauer meine Mutterpflanze wird und weil die Schale kaputt ist und damit er sich jetzt nochmal so ein bisschen erholen kann und ja, einfach weil er in eine größere Schale gehört. Das gleiche werde ich aber, ich habe noch verschiedene andere Bonsais, also nee, Bonsais ist falsch, Ahörner, die im Freiland stehen, an denen mehrere Äste so sind, wo sich das anbietet, quasi auch ein paar Stecklinge, oder nicht Stecklinge, Entschuldigung, Abmoosung quasi zu machen, um einen sogenannten Clumstyle herzustellen. Ja, und ich mache das jetzt einmal beispielhaft an dem hier. Ich werde im Laufe des Projekts das auch zeigen, wie ich das von den anderen gemacht habe. Allerdings werde ich die, ja, oder ich denke mal, wenn ich die Abmoosung hier dran beginne, werdet ihr auch die anderen Bonsais sehen. Das hier ist aber einmal nur symbolisch. Den werde ich jetzt gleich nochmal umpflanzen und ja, vielleicht hat der eine oder andere Lust von euch, eventuell da mitzumachen oder auch sowas zu generieren. Ich fand es unglaublich cool. Vor allem ist die Story auch einer seiner ersten Bonsais ist, da hat er mit 16 auch so einen Bonsai-Basiskurs in den USA gemacht, mit seinem Vater damals. Das war dieselbe Geschichte, wie ich damals auch anfing mit Bonsai, allerdings war ich da schon ein bisschen älter. Und ja, sein erster Bonsai war auf jeden Fall in diesem Bonsai-Kurs auch dieser Clumstyle, an dem er das exemplarisch auch mal vorführt, den er auch in seinem Video zeigt, den solltet ihr euch mal angucken. Und der ist nach seinen Äußerungen 16 Jahre alt und wenn man sieht, wo dieser Baum nach 16 Jahren ist, ist das schon ein mühsamer Weg. Deshalb will ich den so früh wie möglich beginnen. Ja, und euch daran teilhaben lassen. Deshalb würde ich sagen, ihr seid jetzt nochmal kurz dabei, wie ich den da reinsetze. Dann gibt es danach auf jeden Fall noch einmal die 360-Grad-Sicht, wie immer. Aber ich werde mal auf ein getrenntes Outro quasi verzichten. Deshalb sage ich jetzt schon mal erstmal schon mal Danke fürs Zuschauen. Guckt euch gleich den Rest noch an. Guckt bei Björn Holm rein. Und wem das Video hier gefallen hat, und lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, macht die Glocke an, dann wisst ihr auch, wenn es weitergeht hier mit den Clumstyle-Bonsais. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt, wenn ich so Projekte vorstelle, an denen man so mitmacht und so, und was so eure Meinung dazu ist. Also fleißig die Kommentare mal einmal bemühen. Ja, und ich sage nochmal Danke fürs Zuschauen und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt My Trees in the Pot. Ciao.
We'll be right back.